Wenn ein YouTuber, Streamer oder eine anderweitig im Internet präsente Person einen Hype erfährt, sieht man es häufig, dass sich die Person ein zweites Standbein aufbaut. Eine Hype-Phase kann schnell vorbei sein, weshalb es wichtig ist, sich finanziell abzusichern. Außerdem ergreifen viele die einzigartige Möglichkeit, sich kreativ zu verwirklichen. Eine solche Möglichkeit eines zweiten Standbeins und des kreativen Auslebens ist schon seit längerer Zeit das Hochziehen einer eigenen Modemarke. Mehrere Personen des öffentlichen Lebens, wie beispielsweise Inscope 21, haben sich vor einiger Zeit dafür entschieden. Ich habe mich gefragt, steckt hinter solchen Labels, die häufig zu großen Teilen über den jeweiligen Influencer vermarktet wird, eine qualitativ hochwertige Produktpalette und ein kundenfreundliches Unternehmen mit viel Herzblut? Oder wird beim Kauf eines Produktes offensichtlich, dass sich bei dem Unternehmen nicht viel Mühe gegeben wurde und man lediglich die Bekanntheit des Gesichtes dahinter ausnutzen möchte? Um genau diese Frage zu beantworten, teste ich im heutigen Video, ähnlich wie bei meinen anderen Influencer-Markentest-Videos, 4 verschiedene Modemarken. 2 der wohl größten dieser Unternehmen sind, wie bereits angedeutet, die Modelinie Ola Kala von Inscope 21 oder Peso Clothing von Justin. Darüber hinaus wird es um Amar Studios von Amar und Trimax gehen und um die Marke Crones von Knossi. Wie immer gilt bei dieser Art von Videos, erstens, das hier ist keine Produktplatzierung, damit ich unvoreingenommen an die Sache herangehen kann und zweitens, in diesem Video findet sich nur meine Meinung und ich will hier von niemandem willentlich den Ruf schädigen oder ähnliches. Freunde, falls ihr meine Videos feiert und mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Um mich zusätzlich zu supporten, könnt ihr für den Algorithmus ein paar Likes und Kommentare da lassen. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Mit diesem Video möchte ich wirklich nur meine eigene Meinung zu den ganzen Modemarken abgeben und ja, sagen, was ich nice finde, was ich nicht so geil finde und das war's dann aber auch. Deswegen nehmt bitte nichts persönlich und seid nicht so böse, wenn ich mal außersehen Scheiße laber. Ich hoffe, ich tue es nicht. Aber wir starten mal direkt. Als Kunde sind mir folgende Sachen sehr wichtig. Erstens natürlich der Preis. Zweitens, wo die ganzen Klamotten hergestellt werden. Und drittens, ich denke für die meisten das Wichtigste, Design und Fitting. Im Laufe des Videos werde ich auf alle Punkte bei den verschiedenen Modemarken eingehen. Ich würde sagen, wir kommen direkt zur Anprobe. Ich habe, by the way, versucht, möglichst basic T-Shirts zu kaufen, denn bei der Anprobe war mir vor allem der Stoff und der Fit am wichtigsten. Zu den Designs kommen wir noch, keine Sorge. Okay, Freunde, ich habe 4 verschiedene Pakete hier bestellt und habe hier noch ein T-Shirt von einer Marke rumhängen. Das heißt, wir testen insgesamt 5 Influencer-Marken. Obwohl eins ist nicht richtig eine Influencer-Marke, nämlich 6PM. Ashraf ist ja kein Influencer, aber ja, habe ich einfach mal dazu gezählt, einfach geguckt, weil 6PM auch sehr begehrt bei Influencern ist und auch generell bei der Streetwear-Branche. Peso, Crones, wir haben hier einmal Amar Studios und wir haben hier einmal 6PM. Keine Originalverpackung, Leute. Nicht denken, dass es jetzt von 6PM das Paket ist. Von eBay Kleinanzeigen, weil ich den Job verpasst habe. Wir gehen jetzt mal direkt auf die Lieferzeit. Nämlich war actually Crones als erstes da. Einen Tag früher als alle anderen. Ich würde sagen, vom Design her, die Verpackung ist auf jeden Fall clean. Perfekt für ein T-Shirt eigentlich. Hier sind die Social Media Icons, die Website, Brand. Ne? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe gesehen bzw. recherchiert. Knossi hat das ja mit einem Typen zusammen gemacht, der sehr viel High Fashion produziert. Grüße gehen raus. Ah, Yusuf heißt der. Yusuf X Knossi. Hier ist noch so das Papier, was normalerweise in Schuhkartons drin ist. Crones Logo, Crones Sticker. Das Video ist ja sehr subjektiv, ne? Das heißt, ich kann nur von meiner eigenen Meinung reden. Was ich zum Beispiel schlecht finde, könnt ihr natürlich richtig geil finden, aber ich kann von meiner Seite aus sagen, das ist es nicht. Für mich ist es nichts. Ich finde, das sieht aus wie so ein 2017er LS-T-Shirt. Ja, muss schon sagen, so ein bisschen out of Trend, ne? So Stripes. Habe ich wirklich vor 4-5 Jahren übelst gefühlt. Hatte auch ein paar Pieces. Hier vorne ist ein ganz normales Crones Logo. In Portugal hergestellt. Also vom Stoff her, ich feiere ja persönlich T-Shirts, Hoodies mit mehr Gewicht, mehr. Ja, solides Gewicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass das T-Shirt ein bisschen schwerer ist. Aber an sich, glaube ich, keine schlechte Qualität. Wir gehen mal zum Fit, oder? Mir fällt schon ein paar Sachen auf. Ja, mir auch. Was denn? Durchsichtig. Leicht. Ist das durchsichtig? Ja. Leicht, ja. Ist das echt durchsichtig? Ja, ein bisschen. Man sieht ihr meine Nippel? Siehst du den Unterschied nicht zwischen... wirklich, aber man sieht so ein bisschen deine Haut. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist die andere Frage. Ich feiere es persönlich nicht so. Vom Fitting her, es ist schon auf jeden Fall ein bisschen eng anliegender. Ein bisschen Dropshoulder, die Ärmel sind lang. Das ist ganz gut. Ich hätte es mir vielleicht noch ein bisschen lockerer gewünscht. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich S genommen habe. Vielleicht wäre es in M ein bisschen weiter so, versteht ihr? Passt eigentlich wie angegossen, aber irgendwie nicht so mein Ding, ne? Kann besser sein, ist aber okay, auf jeden Fall. Besser als ein H&M-T-Shirt oder so. Wenn wir Crones jetzt mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, sehen wir, dass das Material hier aus 90% Baumwolle und 10% Polyester besteht. Ich glaube, die meisten Streetwear-Brands benutzen 100% Baumwolle. Designed in Germany, made in Portugal. Was ich cool finde, dass die meisten Streetwear-Brands in Portugal oder in Türkei produzieren. Wir wissen es natürlich nicht zu 100%, aber ich denke, dementsprechend wird da alles fair ablaufen und keiner wird da ausgebeutet oder so. T-Shirts kosten 45, Hoodies 80, sind eigentlich Standardpreise, oder? Für Streetwear. Da kosten T-Shirts meistens immer so 50
60 Euro mit Versand halt. Von den Designs her habe ich ja vorhin schon angeschnitten, ne? Wenn ich halt sowas sehe, dann gibt mir das irgendwie das Gefühl, dass das nicht mit Liebe gemacht wurde, wisst ihr? Also einfach so Masse irgendwie und so Standard wie möglich, dass es für jeden passt. Ich sehe da irgendwie keine Leidenschaft drin, versteht ihr, was ich meine? Und deswegen finde ich dann Crones doch eher schlecht. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Okay, Freunde, wir machen direkt weiter mit dem Peso-T-Shirt. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe nämlich noch nie Peso Raws getragen. Sieht doch fein aus, so. Aber guck mal, ich sage euch ehrlich, wenn ich das schon in der Hand habe, es ist viel schwerer als das T-Shirt jetzt hier. Man merkt einfach vom Stoff her, das ist krass. Warte mal, ich mach das mal ab. Ich habe, by the way, gestern, zum Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen, gestern kam der Trailer von Peso Raws 3 auf YouTube. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, aber das ist jetzt nicht das neue Peso Raws, sondern das, was zu unserer Zeit am aktuellsten ist. Ist hier noch irgendwas? Ja, doch, hier ein kleines Detail. Haben wir hier das Peso-Logo. Finde ich auch sehr, sehr cool. Wir kommen zum Fitting. Das T-Shirt ist länger. Ich kann nichts dafür, dass ich 1,70 bin. Es ist leider die kleinste Größe hier bei Peso. Aber das passt auf jeden Fall noch. Ich mag es ja mehr oversized. Wir haben hier dick lange Ärmel, komplette Dropshoulder. Und man merkt so richtig, das Fitting ist viel entspannter, viel lockerer, viel mehr Streetwear. Ich sag euch ehrlich, ich hatte ja noch nie irgendwas von Peso Raws an. Sowas feiere ich übelst. Viele Leute feiern das vielleicht gar nicht, dass die Ärmel so lang sind oder so. Aber ich persönlich mag das sehr, wenn es alles so locker und offen ist. Und Qualität ist wirklich top. Zufälligerweise hat Justin heute Peso Raws 3 gedroppt, wo ich das gerade aufnehme. Ich habe ja das T-Shirt von der Season davor getestet und ich sehe hier, ich glaube, es ist sogar jetzt noch schwerer als das T-Shirt, was ich anprobiert habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube nicht, dass mein T-Shirt 300 GSM war. Ach, ich hätte super gerne ein T-Shirt von der Season gekauft, bin ich ehrlich zu euch, um einfach das Neueste zu testen. Jetzt bin ich irgendwie doch out to date. Ah, ich sehe hier auch gerade, die T-Shirts sind teurer geworden um 10 Euro. Das ist das Cream Tee, was ich anprobiert habe. Das kostet 45, das hier kostet mehr. Vielleicht, weil es halt eben auch schwerer ist und wahrscheinlich auch von der Qualität besser ist. Oh Mann, sorry Leute, dass ich das jetzt nicht getestet habe. Wird wahrscheinlich noch geisteskrankere Qualität sein als davor. Justin produziert, glaube ich, seine Sachen in der Türkei, in Istanbul, meine ich. Zu den Designs von Raws kann ich natürlich nicht viel sagen, ist natürlich Standard. Aber von den vergangenen Drops her muss ich sagen, es gibt echt viele Designs, die ich geisteskrank fand. Zum Beispiel diesen Zip-Hoodie feiere ich übertrieben mit diesem Teppichaufstieg. Ich habe auch ein paar Pieces, ein Project Worldwide Hoodie von Heads and Tails habe ich auch was. Gibt natürlich auch Kollektionen, die mir nicht so zusagen, aber es gehört, denke ich, dazu. All in all finde ich Peso auf jeden Fall schon sehr gut. Amar Studios. Auch in beige, ne? Sogar ein bisschen mehr beige als Peso. Aber krass, auch sehr, sehr schwer. Das ist schwerer als das von Peso. Also hier haben wir auf jeden Fall mehr Aufdruck, gestickt. Und hier hinten ist, glaube ich, auch, ja, alles gestickt. Hier ist kein Druck drauf. Aber ich muss sagen, ich bin vom ersten Blick her überrascht. Wir kommen direkt zum Fit. Ist auch ähnlich lang wie das von Peso. Drop Shoulders natürlich. Sieht geil aus. Weites T-Shirt, gefällt mir, aber der Kragen gefällt mir nicht so. Natürlich noch nicht so ganz wie bei einem Rollkragenpullover, aber versteht ihr, was ich meine? Ich spüre den Stick. Ja, also diesen Stick am Rücken merkt man schon, wenn man läuft. Muss man halt Unterhemd anziehen, genauso wie beim Knossi-Ding. Mich persönlich wird es in einer Zeit echt stören. An sich, der Fit ist stabil so. Das muss man halt feiern, so diesen Kragen. Und ich persönlich finde das zum Beispiel von Peso besser als hier so. Ich glaube, wenn man ein definierteres Gesicht hat, dann feiert man es vielleicht mehr. Aber ich habe so ein Kartoffelgesicht. Nee, aber wie gesagt, von der Qualität her bin ich sehr, sehr überrascht. Wenn man das allein schon fühlt, merkt man, dass es einfach ein guter Stoff ist. Und das schätze ich auf jeden Fall sehr. Wir kommen mal zu AMA Studios. Ich glaube, die haben neue Sachen rausgebracht. Das T-Shirt, was ich anprobiert habe, war eigentlich vor einer Woche noch auf der Website. Haben die neu gedroppt? Ich weiß es nicht. Aber wir sehen hier neue Designs auf jeden Fall. Und ich kann jetzt schon sagen, das Design davor fand ich sogar besser, obwohl das mir nicht mal so zugesagt hat. Es ist noch schlichter geworden gefühlt. Wir haben hier das Standardlogo drauf und hinten zwei Kreuze. Deutsche Off-White. 100% Baumwolle, 300 GSM. Okay, das ist gestickt. Cool, auch made in Portugal, aber für meinen Geschmack ist das auch wieder ähnlich wie bei Knossi, zu Standard irgendwie. Ich verstehe es irgendwie nicht, wenn man so schon die Option hat, dieses Privileg, eine Modemarke zu machen, warum man sich da nicht so kreativ auslebt und irgendwie das in Klamotten rüberbringt, was man cool findet so irgendwie. Aber ist natürlich nur meine Meinung, wenn man findet, dass so simple Sachen cooler sind, dann go for it. Okay, liebe Freunde, wir machen weiter mit Ola Kala. Davon habe ich schon ein T-Shirt, ist natürlich jetzt nicht basic oder so, aber ich habe es vom Design her sehr gefeiert. Ich habe auch mehrere Ola Kala Pieces. Das ist sogar relativ neu rausgekommen. Deswegen, ja, denke ich mal, dass der Stoff so bleibt. Denn der Stoff ist ziemlich gut, muss ich sagen. Wenn man hier anfasst, ist ähnlich wie bei Amar Studios. Auch sehr dick, sehr schwer. Wurde hier auch schon sehr oft gewaschen. Und trotzdem bleibt die Qualität sehr top. Das ist der Fit.
Ich muss dazu auch sagen, dass ich mittlerweile auf jeden Fall eine Größe größer kaufen würde. Das ist mir jetzt irgendwie zwar nicht zu klein, aber ich würde es gern mehr lockerer haben. Aber hier sind auch Drop-Shoulders und dadurch, dass es S ist, ist es halt hier ein bisschen enger, was ich nicht so feiere. Das ist halt immer auch bei mir das persönliche Problem, ob ich jetzt S oder M nehmen soll, weil bei den ganzen verschiedenen Streetwear-Brands ist es irgendwie komplett anders und auch gefühlt von Drop zu Drop sind die Größen auch irgendwie voll anders. Aber das ist auf jeden Fall ein stabiles T-Shirt. Quickview zu Ola Kala. Wir sehen hier schon die neue Kollektion, die glaube ich am Sonntag rauskommt. Es sind echt viele Pieces, krass. Reize Standard bei 45 Euro, 100% Baumwolle. Was ich nirgendwo bei Ola Kala sehen konnte, wo die produzieren. Das kann man leider auf der Website nicht sehen. Von Ola Kala habe ich auf jeden Fall auch sehr viele Pieces. Die Designs sprechen mich eigentlich echt oft an und ich kopp da eigentlich regelmäßig. Ich denke sogar fast bei jeder Kollektion. Wegen obviously Ola Kala für mich sehr gut. Liebe Freunde, willkommen zum letzten Piece, was jetzt nicht unbedingt eine Influencer-Modemarke ist, aber ich habe es ja vorhin gesagt. Ich habe sehr lange nichts mehr was von 6PM bestellt und das T-Shirt persönlich feiere ich auch sehr. Wir haben hier ein 6PM XOZ T-Shirt. Sehr geil, teppichmäßig gestickt. Vom Stoff her muss ich schon sagen, ist einer der schwächsten T-Shirts. Wir haben ja jetzt hier einen direkten Vergleich und ich muss sagen, auf jeden Fall dünnerer Stoff. Aber heißt ja nicht unbedingt gleich schlechtere Qualität. So dumm, ne? Was passiert? Boah, geil. Vom Fitting her finde ich das, glaube ich, mit am besten. Kragen ist nicht zu dünn, nicht zu dick, nicht zu eng, nicht zu weit. Irgendwie von den Drop-Shoulders her irgendwie perfekt. Versteht ihr? Also ich fühle mich sehr wohl darin. Einzige, was jetzt stören könnte, ich laufe mal ein bisschen rum. Ja, es kratzt ein bisschen. Gerade bei solchen Stick-T-Shirts muss man schon darauf achten, dass man vielleicht ein Unterhemd anzieht. Cooles T-Shirt auf jeden Fall. Sind alles cooles T-Shirt. So, wir haben hier mein 6PM OZ T-Shirt. 100% Baumwolle, 200 GSM. Ich muss sagen, das merkt man auch im Vergleich zu den anderen T-Shirts, dass es auf jeden Fall leichter ist. Und 60 Euro kostet ein T-Shirt. Ich habe auch mal nachgeguckt. Alle T-Shirts kosten eigentlich 60 Euro. Also schon ein bisschen teurer als die anderen Streetwear-Brands. Ich weiß nicht, wie der hohe Preis zustande kommt. Ich meine mal, 6PM kann sich sowas erlauben. Deswegen setzen die halt höher an. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich oft wegen dem höheren Preis doch kein T-Shirt gekauft habe, obwohl ich die Designs sehr feiere. Aber ich dachte mir dann so, 60 Euro für ein T-Shirt oder fast 100 Euro für ein Hoodie ist mir dann doch zu viel. Deswegen habe ich oft dann Nein gesagt. Aber no joke, Designs von 6PM sind auch geisteskrank, finde ich. Vor allem Love Hurts habe ich sehr gefeiert, dieses T-Shirt zum Beispiel. Aber ja. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr den zweiten Teil sehen wollt mit Influencer-Modemarken testen. Und ansonsten lasst gerne ein Abo und ein Like und einen Kommentar da für den Algorithmus. Und ja, haut rein, Leute. Ciao.